Hi, ich bin Lorenz Ratz. Ich bin Hornlehrer am Konservatorium Winterthur. Ich stelle dir jetzt das Horn vor. Das Horn ist eigentlich ganz eine lange Messingröhre, mindestens 3 Meter lang. Und weil das ein bisschen unhandlich ist, haben wir es so aufgewickelt, so Kringel. Das kommt von früher, weil das Horn ist ein Signalinstrument gewesen und man hat es auf die Jagd gebraucht. Das hat dann etwa so getönt. Der Bach hat nachher das Horn ins Orchester geholt. Er war der erste Komponist, der das Orchesterinstrument Horn gewählt hat. Und dort gibt es sehr schwierige, hohe und solistische Partien. Mozart und Haydn haben auch für Horn geschrieben und haben es ins Orchester integriert. Der Mozart und der Haydn haben sogar bis 4 Hörner gebraucht im Orchester und haben für das Instrument auch Solokonzerte geschrieben. Die grosse Stunde vom Horn kommt dann in der Romantik. Dort hat es immer 4 Hörner im Orchester und es sind die wunderschönsten Partien. Die Romantik war auch die Grundlage für den Wagner. Der Wagner hat bis 8 Hörner dann verwendet im Orchester. Und das ist auch der Anfang von der Filmmusik. Unser eigentliches Instrument, das sind unsere Lippen. Wir können mit den Lippen Töne machen. Der Milo tut das einmal demonstrieren. Gut, und dann nehmen wir einmal das Mundstück dazu. Dann tönt es ein bisschen edler. Sehr gut. Und jetzt noch ein bisschen edler mit dem Instrument. Mit dem Hornspielen kann man in jedem Alter anfangen. Ideal ist, wenn man recht jung ist. Milo, wie alt bist du? 7. Du hast schon mit 6 angefangen, Hornspielen. Mhm. Das Horn hat eine grosse musikalische Literatur. Man kann Kammermusik machen, mit Holzbläsern zusammen, mit Blechbläsern zusammen. Im Orchester ist man sehr gefragt und auch Solokonzerte hat man einige zur Verfügung. Ich habe auch Kollegen, die Jazz-Experimente machen und es ist zum Teil sehr interessant, was da alles rauskommt. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Ciao!